Hey ho Schnuckis, willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt es ein Parfum-Haul, der sich gewaschen hat. Also, ja, wenn ihr sehen wollt, was ich an Parfums gekauft habe die letzten Wochen, es ist viel, sehr viel, dann bleibt dran. Es geht direkt los. Fangen wir erstmal mit einem Parfum an, was ich geschenkt bekommen habe zu meinem Geburtstag. Ich hatte ja Geburtstag im Februar und da habe ich von meinen Mädels, so nenne ich sie immer, mit denen habe ich damals bei VW eine Ausbildung gemacht. Das ist 100 Jahre her. Ja. Und zwar von Club Noé, diesen 01. So sieht er aus. Das ist, hat so Safran und so die Richtung, ne? Es ist schon weit entfernt, ähnlich, ganz bisschen ähnlich dem Baccarat Rouge. Es geht so wirklich in die Richtung und ich finde es richtig, ja, mir gefällt es einfach gut. Es hat eine schöne Haltbarkeit, es ist nicht so, es ist im Drydown und so ganz anders als Baccarat, aber so am Anfang denkt man erst so, huch, naja, sind wir hier so ein bisschen in der Familie gelandet. Und mir gefällt es wirklich sehr gut. Ich finde es auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis sehr schön. Die Haltbarkeit gefällt mir gut. Und ich finde auch, man nimmt es relativ lange an sich wahr. Also ich nehme es an mir relativ lange wahr. Ich habe auch geschenkt bekommen von meinen Mädels die Stäbchen, also die Duftstäbchen dazu. Super toll. Ich habe einen sehr großen unteren Raum, also wie in unserem Haus ist quasi Küche, Esszimmer, Wohnzimmer, alles offen, Flur offen nach oben, alles offen sozusagen. Und ich muss sagen, dass die Stäbchen den Raum nicht ausfüllen. Also die schaffen das nicht. Ich habe mittlerweile auch alle Stäbchen drin. Ich fange immer an, wenn ich so Duftstäbchen habe, dann mache ich erst ein oder zwei rein und gucke, wie es sich vielleicht verhält. Diese Duftstäbchen haben es jedenfalls schwer, den Raum zu erfüllen. Kommt man aber in die Nähe davon, nimmt man es sehr deutlich wahr und finde ich auch recht stark. Ich war nämlich bei meiner Freundin und daraufhin habe ich mir es gewünscht von denen und die hat ein deutlich kleineres Wohnzimmer, einfach ne, so ganz normales Wohnzimmer halt, nicht wo alles so offen ist, sondern halt Flur, Türen und so weiter und so fort. Und ich finde, da hat man es deutlich besser wahrgenommen. Also müsst ihr mal überlegen, wenn ihr jetzt einen sehr großen Raum habt, ob ihr das wollt. Ich habe mir aber zusätzlich noch Kerzen geholt und zwar die große Duftkerze und die kleine Duftkerze. Gehört ja zu Ava & May und da gibt es halt total häufig so Prozente und so. Finde ich beide sehr, sehr angenehm. Vor allen Dingen die große unterstützt diese Duftstäbchen total. Ist aber nicht so, dass man so, wisst ihr, sondern ist schön. Sehr schön, gefällt mir gut. Also ja, auch das Parfum, also wirklich. Parfum-Videos riechen immer so gut. So, ihr Lieben, dann habe ich hier zwei neue Düfte von BDK sind bei mir eingezogen. Ich habe das Gefühl, das ist schon 100 Jahre her, aber ich habe es noch nicht gezeigt. Und zwar Sel d'Argent. Ich habe gerade noch mal geguckt, wie es ausgesprochen wird. Sel der Agent. So, wisst ihr Bescheid. Und zwar ist, ich liebe das Packaging von denen, ne? Oh, das ist so geil, ehrlich. Also wirklich toll. Wenn ihr schon ganz, ganz, ganz lange bei mir dabei seid, gab es früher mal dieses Douglas Cita Lasso. Und das hier ist artverwandt. Oh, schön, mir gefällt es wieder. Ich hatte kurze Nebengeschichte. Also es gibt 1000 kurze Nebengeschichten hier in diesem Parfum-Videos. Also gewöhnt euch dran. Und zwar, das hat neulich jemand unter so ein Parfum, uraltes Parfum-Videos von mir drunter geschrieben. Ich sollte doch mal zum Punkt kommen, wäre alles uninteressant, was ich sage. Ich so, sorry, hier wird viel gelabert. Ja? Also, Sel d'Argent hat ein bisschen was von Cita Lasso und kurze Nebengeschichte. Ich hatte vor 2 Wochen Magen-Darm. Und danach, so bis gestern so ungefähr, jetzt gefällt es mir nämlich wieder, fand ich ganz viele meiner Parfums mega eklig. Richtig eklig, so mit Würgereizgefühl. Und ich habe schon fast geheult. Ich dachte, oh Gott, hoffentlich geht das bald wieder weg. Aber Sel d'Argent,
Citalasso. Nur in hochwertiger. Wartet. Ich sag euch mal kurz, was da für Noten so grob drin sind, damit ihr eine Idee habt. Salz, Bergamotte, Grapefruit und dann Orangenblüte, Galbanum. Ich habe noch keine Ahnung, ne? Ihr wisst, es ist hier ganz frisch. Und Ambroxan, Kaschmiran, weißer Moschus und Timbersilk. Auch da, keine Ahnung. Aber ich mag das mega gerne. Dann habe ich mir noch Citrus Riviera geholt, auch von BDK. Auch das, oh, ich finde es einfach so schön. Vor allen Dingen, das Parfum hat offensichtlich so eine leicht gelbe Färbung. Dementsprechend ist das hier noch so geil türkis. Und bei dem, ja, da ist halt so Zitrone, Neroli, dann ist hier so Jasmin, Eukalyptus, Erdbeere, Tonkabohne, Patchouli, Vetiver, wie spricht man es aus? Und ja, sowas ist hier halt drin. Und oh, der ist richtig so. Oh, ich mag das, wenn dieses Zitronige in den, als allererstes, ne, dieses. Oh, ich mag das total gerne. Also wunderschöner, ganz frischer, zitrischer, schöner Duft. Haltbarkeit, wie das halt bei diesen ganzen Fruchtigen ist, gut. In dem Fall. Natürlich nicht wie ein Baccarat Rouge oder sowas, ne? Aber schön, gefällt mir. Dann als nächstes war ich mal meiner liebsten Lieblingsparfümerie unterwegs, und zwar in der Parfümerie Liebe in Hannover. Ich war ja auch bei diesem Parfümerie Liebe Event. Die haben so ein Event, das heißt Liebe and Friends. Da kommen einfach Leute von den Marken, Parfümeure und so weiter und so fort. Mit denen kann man sich dann unterhalten. Die stellen so Düfte vor. Also es war so toll, Leute. Das war wirklich, oh, das war so toll. Also ehrlich, es war so toll. Und ich weiß, dass das auch im November vielleicht wieder ist. Und ja, ich bin auf jeden Fall wieder dabei. Ich habe aber da vorher schon, also bei dem Event habe ich gar nichts gekauft, weil ich war so reizüberflutet. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das war so, oh, es war so toll. Ja. Ganz, ganz toll. Habe ich mir gekauft Casamorati Lira, und es ist auch ganz witzig, weil ich habe das als Abfüllung mir geholt, als eins der ersten Abfüllungen, die ich überhaupt hatte, weil ganz viele ja darüber geredet haben, und fand das schwülstig, uninteressant, absolut nicht toll. Und jetzt, dann habe ich es irgendwie dann nochmal ausprobiert und nochmal ausprobiert, und irgendwann ist so der Funke übergesprungen, und jetzt finde ich das mega schön. Richtig, richtig, richtig kuschelig. Da ist zum Beispiel drin Blutorange, Bergamotte, Lavendel, Süßholz, Zimt, Rose, Jasmin, Karamell, Vanille und Moschus. Und ganz viele haben so geschrieben, ja, das riecht nach Zitronenkuchen, und das rieche ich halt irgendwie gar nicht. Also ich rieche schon so eine gewisse Frische am Anfang, aber dann ist es für mich echt so Hardcore-Vanille. Aber schöne Vanille mittlerweile. Am Anfang fand ich es eher schwülstig, aber mittlerweile finde ich es ganz nett. Also ich habe mir auch hier, was ich halt mega finde, davon gab es halt eine kleine Größe. Das sind hier nur diese 30 Milliliter. Und bei der 100 Milliliter ist hier noch so eine Plakette mit so einer Frau drauf, ne? Und ich finde das so unfassbar nicht schön. Deshalb bin ich total froh, dass das halt auf der kleinen Variante, auf den 30 Milliliter nicht drauf sind. Ich finde das ja einfach toll, ne? Also das ist ja so, diese Serjoff Sachen sind ja, dieses Casamorati ist halt von Serjoff. Ich finde das sonst immer total schön, bis auf diese komischen Plaketten da in der Mitte. Also finde ich auch sehr, weiß ich nicht, es ist so. Für mich sieht das aus wie so für einen Pharao, wisst ihr? Oder? Ja, ne? Ägyptisch sieht das für mich aus. Aber na gut, okay. Ich habe es ja nicht designt. Dann habe ich mir das, ich finde, eines der krassesten Parfums, die ich habe, geholt. Also der krassesten im Sinne von, es ist total abgefahren, wie das riecht. Und zwar Manchera oder Mancera Tonka Cola. Kennt ihr das? Gott, das ist so abgefahren. Ich kann das gar nicht, das könnte ich nicht vorstellen. Also, 100% für mich ihr seid gerade frisch geduscht, frisch eingecremt im Schwimmbad und habt
ein Calippo Cola, was ihr schon ordentlich ausgesogen habt. Und ihr habt unten noch diesen flüssigen Flutsch drin. So riecht das. Das ist doch krass. Das riecht so nach Cola, Leute. Das ist tierisch abgefuckt. Huch, wartet, ich schmeiß gleich alles runter. Auch hier finde ich total toll, von dieser Marke gibt es kleinere Varianten. Also es gibt immer 60 und 120 Milliliter. Auch das finde ich toll. Also ich finde natürlich so 60 Milliliter, das reicht völlig aus erstmal. Und das finde ich wirklich schön. Ich muss auch sagen, dass mir der Flakon unheimlich gut gefällt. Also spricht mich total an. Auch hier dieses eingeprägte obendrauf. Also es ist wirklich so ein klassischer, unaufdringlicher, schöner Flakon, muss ich sagen. Ich sage euch auch mal eben, was hier drin ist, weil ihr denkt jetzt so, oh Gott, Cola. Also Kopfnote Zimt, Schwarzkirsche, sizilianische Zitrone, Muskat. Dann kommt in der Herznote Cola, Patchouli, Orangenblüte. Und in der Basisnote Tonkabohne, Benzoe, Vanille und Labdanum. Das ist also wirklich toll. Ganz tolles Parfum. Das finde ich auch extrem lange hält. Eine ganz tolle Ausstrahlung. Hat auch ganz schön ordentlich ist, finde ich. Also kein leichtes Fluffy-Düftlein oder so, sondern ich finde das. Also ich selber an mir riecht das unheimlich lange und das ist sehr. Ja, also. Ziemlich geil. Kaum ein Parfümerie-Liebe-Besuch ohne ein Profum im Roma für Jenny. Ich muss mich jetzt erstmal stoppen. Also Acqua di Sale steht noch auf meiner Wunschliste, aber dann darf ich erstmal bei Profum im Roma nicht mehr riechen, weil das ist zu gefährlich. Weil ich meine, wie viele Düfte kann man haben? So, man muss auch irgendwann mal gut sein lassen. Und zwar habe ich hier Ichnusa. Oh, das ist so abgefahren. Wirklich, Leute. Also jetzt mal ganz im Ernst. Wenn ihr euch mit Parfum auseinandersetzt und ihr habt noch nicht bei Profumum Roma zumindest mal ein bisschen geschnüffelt, dann, sorry, kann ich euch auch nicht helfen, weil die sind so abgefahren, die Düfte. Ich finde, alle, die ich bisher gerochen habe, und ich habe schon auch viele noch dort gerochen, die ich hätte fast alle kaufen können, das ist ja das Schlimme, riechen so außergewöhnlich ungewöhnlich, also wirklich abgefahren. Hier Feigenblatt, Myrte, Feigenholz und Gras. Anders. Irre. Das habe ich noch nicht gerochen. Also es riecht auf jeden Fall definitiv 100% grün. Richtig grün. Und diese Profumum Roma, die haben eine Haltbarkeit. Ich finde, das ist. Also, ich habe keins von den Düften, die ich sonst habe. Die sind alle, ja, gut. Also, viele davon sehr gut. Keine davon haben so eine Haltbarkeit wie die Profumum Roma. Also, total. Aber da kriegt die auch nicht eher nicht so blütenfresche, gefällige, gewöhnliche Sachen. Sowas gibt es da nicht. Sondern immer so, krass, wie riecht das denn abgefahren? Also, ich werde auf jeden Fall das nächste Mal hingehen, wenn ich bei Parfümerie Liebe bin und hingehen werde, fragen, ob Profumum Roma auch einen blumigen Duft hat. Das würde mich mal interessieren. Ich berichte. Dann, auch das war etwas, da habe ich kein Interesse dran gehabt, kannte ich nicht. Aber die ganz genialen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei Parfümerie Liebe, die zeigen dir irgendwas und du so, ja, gefällt mir, nehme ich. Als könnten sie dich so lesen, die sind so spitze. Die Marke heißt Label und das Parfum heißt Salt and Cyclamen, Alpenfeilchen. Sagen wir doch das Deutsche, Leute. Also das ist echt, meine Güte, ich muss immer voll lachen, wenn ich mir so auch Parfumvideos angucke und alle sprechen das immer so schön aus und ich breche mir immer so derartig einen ab. Mega, auch so ein abgefahrenes, anderes, ungewöhnliches Parfum. Also ich sag euch mal, was da drin ist. Ozon. Why? Ich finde auch so riecht. Es riecht so, als ob man lange in der Sonne war. Also, vielleicht ist das die Duftnote. Alpenveilchen, Honig, Ylang-Ylang, Moschus, Patchouli und Vanille ist hier drin. Aber es riecht auch so. Ich finde, es riecht wieder extrem salzig. Also, ich finde, das ist auch so ein Salzduft. So ein Sommer am Strand Salzduft. Total toll. Und auch hier diese Marke Label, da gucke ich auch nochmal nach. Ich finde, es hat eine sehr, sehr tolle Haltbarkeit und auch die sind auch nicht so übertrieben teuer. Das sind auch hier 50 Milliliter. Ich finde auch, ich mag auch wieder diesen simplen Flakon. Ich bin sowieso, ich bin so einfach zu. Ich bin
Ich bin so einfach zu beeindrucken. Unglaublich. Dann habe ich gekauft von Pharmacia SS Annunciata. Keine Ahnung, was sie, wie man das auch immer ausspricht. Reunion Vanilla, davon habe ich ja ein Parfum. Und habe mir gedacht, ich hole mir einfach hier mal so ein Duschgel davon. Riecht super geil vanillig, muss man einfach sagen. Ich glaube nur, ich habe es mit Vanille ein bisschen übertrieben gehabt. Ich kann gerade nicht so, ich habe gerade nicht so viel Lust auf Vanille. Kommt wieder und dann werde ich das wieder benutzen. Dann gibt es eine Marke, die ich so ein bisschen für mich gerade am Entdecken bin, und zwar die Marke Gritti. Ich scheine auf die Italiener zu stehen. Guck mal, wie geil dieser Flakon aussieht. Leute! Oben dieses Marmording. Oh, sieht so gut aus, oder? Tutto Blanc heißt das. Und meine Güte, auch das riecht so anders. Ich kann es überhaupt nicht beschreiben. Irgendwer hat mal gesagt, es riecht ein bisschen wie dieser... Irgendwie auch was mit Blanc von Tom Ford. Keine Ahnung. Ich finde das hier richtig cool. Hier drin ist Grapefruit, Kokosnuss, Champagner, schwarze Johannisbeere, Heliotrop, Jasmin, Puder und Rose, Amber, Himbeere, Moschus und Vanille. Ich weiß nicht, was das ist, was ich hier so rausrieche. So. Es ist... Vielleicht ist es Champagner. Ich habe keine Ahnung. Ich finde es auf jeden Fall richtig gut. Diese Marke ist sowieso total spannend, weil... die sind nicht unglaublich teuer. Ich finde, die sind so ganz schön vom Preis-Leistungs-Verhältnis und haben super viele ganz interessante Düfte. Also es gibt da diese türkisfarbenen, wie heißen die nochmal? Da gibt es zwei, die sind sehr populär. Habe ich auch schon dran gerochen, finde ich auch super interessant. Dann gibt es dieses Duchessa, was so ein bisschen ist wie Lost Cherry von Tom Ford. Mir persönlich gefällt es nicht. Ich finde es, da ist irgendwas, was ich nicht mag vom Geruch. Also, aber trotzdem, die Marke ist mega interessant und ich bin da absolut, ja, dabei, die zu entdecken. Und die haben auch einen ganz neuen Duft, und zwar Gossip Night heißt der. Auch den habe ich. So sieht der aus. Genauso, der sieht so im Grunde gleich aus. Die Deckel sind ein bisschen unterschiedlich, weil das halt einfach so, ja, wahrscheinlich bei jedem anders aussieht. Und zwar der Gossip Night, der ist mega, Leute. Also den, der ist so krass, weil ich habe den gerochen und dachte sofort, der erinnert dich an irgendwas. Und zwar erinnert der mich sehr, sehr stark, gerade am Anfang, an den Bitter Peach von Tom Ford. Sehr, sehr, sehr interessant. Und hier ist auch gleich Pfirsich drin. Also hier ist drin Litchi, Heliotrop, Mangoblüte, dann in der Herznote weißer Pfirsich, Karamell und Sahne und dann in der Basisnote Vanille, Kaschmiran, ich weiß immer nicht, was es ist, und weißer Moschus. Und der riecht so gut, Leute. Also der ist, ich finde, der ist wie die leichte, softe Schwester vom Bitter Peach. Der Bitter Peach ist ja, der ist ordentlich, ne? Also Bitter Peach, der haut richtig rein. Und der hier ist ein bisschen, geht schon in die Richtung, aber es ist so, wisst ihr? Feini, ich lieb's. Ich liebe es. Ja, ich habe noch mehr Parfum gekauft, Leute. Es ist noch nicht vorbei, ja. Es ist noch nicht vorbei. Dann ein Parfum, das, ich weiß nicht, dadurch, dass ich ja aus dem Make-up komme oder im Make-up bin, konnte ich irgendwann nicht daran vorbei, und es hat mir auch wirklich ganz gut gefallen. Ich hatte es zuerst als Abfüllung und dann, ja, habe ich es mir jetzt am Ende gekauft, und zwar das von Fenty Beauty, ihr Parfum. Mittlerweile riecht es hier schon nach so vielen Sachen, dass ich habe den, ist vorbei jetzt, ne? Also ich bin voll. Was mir hier gefällt, ist, dass es vollkommen unaufdringlich ist, riecht mega schön, hat eine ganz nette Haltbarkeit. Ich habe mich hiermit, muss ich ehrlich gesagt gestehen, also mit denen, die jetzt kommen, noch nicht eingedieselt. Ja, deshalb, wo auch immer dieser Eindieseln herkommt, der Ausdruck. Ich habe mich damit noch nicht eingedieselt, das heißt, ich weiß noch nicht, wie ist die Haltbarkeit über einen ganzen Tag. Ich habe zwar mit der Abfüllung, aber irgendwie mit einer Abfüllung ist es anders, als wenn du so den Flakon hast und so,
husch, 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 wisst ihr? Irgendwie ist es anders, weil hier sind natürlich auch ganz oft die Aufsätze anders und irgendwie ist es, ja, so ein Flakon ist doch was Feines, nicht wahr? Dementsprechend weiß ich noch nicht, wie ist wirklich die Haltbarkeit über den Tag. Ich finde, es ist ein sehr angenehmes Parfum. Es ist, finde ich, auch von der Preis-Leistung okay. Viele finden den Flakon hässlich. Aber wie gesagt, ich bin leicht zu begeistern. Ich finde den Flakon sowas von geil. Er ist einfach so... Es ist nichts. Es ist kein... Nichts, es ist nichts drauf. Keine Plakette. Nichts, gar nichts, gar nichts. Nur am Rand. Hier oben steht Fenty, 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 Fenty. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Da steht Fenty. Und ansonsten ist er einfach sowas von clear, was ich mega schade finde. Und worüber ich mich tatsächlich in meinem... ich bin leicht zu beeindrucken. Flakonherz... richtig dran störe, ist, dass der Deckel aus Plastik ist. Der ist aus Plastik. Der hätte jetzt auch wirklich aus Glas sein müssen für mich. Das muss ich jetzt mal kritisieren. Ansonsten finde ich schön, ich hatte halt bei Sephora einen Geburtstagsgutschein und auch noch 20% waren jetzt irgendwie und da habe ich gedacht, so okay, jetzt hörst du auf, darum herum zu schlawenzeln, kaufst dir einfach. Ja, das habe ich mir geholt. Da ist übrigens drin, kann ich euch sagen, Rosengeranie, Rose, Patchouli, Bergamotte, Weihrauch, Kokosnuss, Heidelbeere, Hyazinthe, Magnolie, Moschus, Tangerine und Vanille. Also was ich als allererstes rausrieche und ich habe überhaupt keine Ahnung von Düften, wie ich schon sagte, ist Rose. Also ich rieche tatsächlich Rose, aber entspannt. Ich mag nicht so gerne, wenn es so Rose knallt. Also so bei Terry, ihr wisst, ist nicht mein Fall. Ich finde es schön. Dann habe ich ein relativ gehyptes Produkt gekauft und zwar den Narciso von Narciso Rodriguez, dieses Pudere. Das ist so der Klassiker. Irgendwie habe ich das Gefühl, jeder, der sich mit Parfum beschäftigt hat, den irgendwo rumstehen. Rose, Jasmin, Moschus, Zeder, Vetiver. Mehr ist da nicht drin und ich finde, das ist so ein typischer, klassischer Damenduft, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja, so schön. Ich kann es schlecht beschreiben, aber es ist wirklich ein schöner Duft. Auch zudem kann ich euch noch nichts von der Haltbarkeit und sowas sagen, weil der ist auch gerade ganz neu. Den habe ich, glaube ich, gestern erst bekommen und den... kann ich euch noch nicht sagen. Also ich weiß noch nicht, wie der sich so verhält und so. Ich weiß nur, ich war bei Douglas, hatte den mir da aufsprühen lassen und es hat mir tatsächlich sehr gut gefallen. Hab dann ein bisschen drüber nachgedacht. Ich sprühe das gerne und dann gehe ich erstmal weg. Und ja, auch hier, ich finde es halt immer schön, wenn es die in kleineren Größen gibt. Natürlich ist so ein großer Flakon irgendwie immer toll. Aber diese kleineren, die sind halt preisleistungsmäßig eher immer schlecht, aber... man muss auch erstmal aufbrauchen. Ja, dann ist es wunderschön, dass man mit einigen Instagram-Menschen befreundet ist. befreundet, ihr wisst schon, was ich meine. Und man dann so kleine Paketchen sich hin und her schickt mit irgendwelchen Düften und sich dann gegenseitig anfixt. Pfui Teufel. Jedenfalls hat Fräulein Rotfuchs mir etwas geschickt und da waren ein paar Proben dabei und ich direkt erstmal danach einkaufen müssen. Und zwar von Berdouet oder Berdouet. Ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Berdouet. Wahrscheinlich Berdouet. Schätze ich mal. So sehen die aus. Das sind, ich glaube, es sind Eau de Toilette. Eau de Parfum. Es ist ein Eau de Parfum und es ist ein Eau de Parfum. Musste gleich zwei kaufen, aber das andere steht eigentlich auch noch auf meiner Wunschliste. Und zwar Guaria Morada und Sommet Yoshino. So, Kirschblüte. Hier bleiben wir erstmal bei dem. Der hat mich sofort erinnert an Red Jeans von Versace. Den hatte ich mal früher und ich habe den voll abgefeiert. Und es erinnert mich leicht daran. Das hier ist so fresh, blumig, fruchtig nicht, aber so blumig, so kirschblütenmäßig. Blumig einfach, so frühlingsmäßig, so total angenehm. Haltbarkeit ist hier nicht gigantisch, ne? Also überhaupt nicht. Die sind eher schlecht von der Haltbarkeit. Also
Trotzdem, hier ist japanische Shiso drin, Jasmin und Patchouli. Ja, und es ist einfach so richtig schöner, blumiger, leichter, mädchenhafter Duft, wenn ihr wisst, was ich meine. Also, ups, schmeiß nicht runter, Jenny, zum Glück ist hier Teppich. Und hier drin ist Amyris, Orange und Patchouli. Und der ist, das ist Sommer für mich. Das ist wieder so ein Sonnencreme. Es ist mega warm. Also ich freue mich darauf, wenn es total warm wird, den hier zu tragen. Richtig, richtig geiler Duft. Und dann gibt es ja noch diesen, ich sag's euch, wie er heißt. Der heißt, ich hab ihn gleich. Wartet. Oh nein, 7 Seiten. Kann ein bisschen für euch singen. Da ist er. Assam of India. Den werde ich vielleicht auch noch holen. Da ist Zitrone drin, Tee und Sandelholz. Also der ist so ein frischer, leckerer, frischer Duft. Ich habe noch einen Duft, den ich noch nicht habe. Also ich hatte den als Probe. Und den habe ich jetzt hier noch nicht. Un Jardin et Citere von Hermès. Olivenholz, trockenes Gras und Pistazie. Oh Gottes Willen, der riecht so gut. Der riecht sowas von gut. Das ist ja, ganz frisch, aber hat so einen ganz interessanten anderen Duft, den ich so noch nicht kenne und wirklich toll. Auch das ist sowas. Ich freue mich, das ist zum Beispiel, ich habe so ein paar Anwärter darauf, wen ich jetzt mit nach Spanien in Urlaub nehme. So, ne? Und der ist auf jeden Fall dabei. Also der ist mega interessant. Und dann sprechen wir zu allerletzt über diesen Duft hier und zwar den Kiali Yam Pistachio Gelato. Ich habe hier die Mini-Mini-Größe, was ich ja mega geil finde, ehrlich. Dafür könnte ich die gerade knutschen. Ich habe ja schon den Love Fest. Der ist ja in so einem klassischen To-Go, langen, dünnen Flakon. Und der hier ist ja quasi fast wie der große. Nur der große ist halt so grünes Frosted Glas und hat so einen milchigen Deckel. Aber auch der ist ja wohl schon einfach. Ist der nicht bezaubernd? 10 Milliliter kostet halt trotzdem immer noch 30 Euro. Ne? Ich finde, der ist auch generell recht teuer. Bin ich aber jetzt dennoch froh, dass ich davon nur einen kleinen habe. Wartet. Ich habe ihn vorhin aufgesprüht. Der riecht durchaus lecker. Ja, also es ist ein lecker Duft. Aber... Also ich hätte gerne mehr von der Zuckerwatte und den Marshmallows und von dem Pistazieneis gerochen, denn das rieche ich gar nicht. Also wirklich 0,0. Ich weiß aber auch nicht, wie soll Pistazie eigentlich riechen. Ich muss demnächst unbedingt mal Pistazieneis essen und daran riechen. Und vielleicht finde ich ja dann irgendwelche Gemeinsamkeiten. Ich habe das hier vorhin schon mal aufgesprüht. Ich werde das nochmal ein bisschen intensivieren. Und... habe ich mir jetzt überall roten Lippenstift hingeschmiert, Leute? Boah, ich habe nämlich hier so verdächtig roten Lippenstift an der Hand. Nö. So, wir reden mal darüber. Wir reden über Kopfnote. Haselnuss, Bergamotte, Kardamom, Pistazieneis und Rum. Vielleicht ist da kurz dieses Pistazien... Vielleicht könnte das Pistazie sein, was ich hier rieche. Ich rieche aber sehr viel rum, ehrlich gesagt. Also auf meiner Haut. Ich rieche auch keine Bergamotte. Ich rieche hauptsächlich rum. Und dann geht's los mit Herznote, Jasmin, Birne, Himbeere, Maiglöckchen, Rosengeranie, Pfingstrose, Pfirsich. Meine Güte, ist da viel drin. Wisst ihr? Wenn ich mir jetzt so Profumum Roma, das und das, fertig. Und hier ist unfassbar viel drin. Basisnote Kakao, Locum, Marshmallow, Sahne, Sandelholz, Tonkabohne, Zedernholz, Zuckerwatte. Puh. Vielleicht kommt jetzt irgendwas Frisches daran. Ehrlich gesagt,
gibt mir ein bisschen Zeit, aber erstmal gefällt es mir nicht sonderlich. Es ist so, ja, weiß ich nicht. Irgendwie habe ich Sachen erwartet, wenn da Yam Gelato Pistazio Gelato draufsteht. Irgendwie weiß ich nicht, was ich erwartet habe. Pistazieneis ist mein Lieblingseis, ganz nebenbei. Aber das hier wird, glaube ich, nicht mein Lieblingsduft. Ich teste und berichte. Das ist das Ende von meinem Parfum-Haul. Ich weiß, er war exorbitant und das wird es, glaube ich, auch nicht so schnell wieder geben, so einen großen Parfum-Haul. Sagt sie jetzt, bis sie das nächste Mal in der Parfümerie Liebe war. Nee, viel... Ich fahre demnächst mal nach Köln. Also ich fahre mit meinem Mann und meiner Tochter, wollen wir ein bisschen wegfahren für ein paar Tage in den Osterferien. Da sind wir nicht allzu weit entfernt von Köln und ja, da gibt es bestimmt viele schöne Parfümerien. Allerdings, wenn du Mann und Kind und Hund im Schlepptau hast, kannst du dich auch nicht stundenlang in Parfümerien aufhalten. Deshalb werden wir mal sehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.